Für meine Mutter war der Wunsch zu helfen der wesentliche Antrieb, über all die vielen Jahre in der ganzen Welt Gemeinschaften aufzubauen und den Menschen von der Lehre Bruno Krönigs zu berichten. Guten Tag, mein Name ist Dieter Häusler. Ich stehe für den Bruno Kröning Freundeskreis, der in diesem Jahr sein 40-jähriges Gründungsjubiläum begeht. Es ist für mich das Schönste mitzuerleben, wie Menschen die Lehre Bruno Krönigs annehmen, in die Tat umsetzen und dann Hilfen und Heilungen erleben. Bruno Kröning war in den 50er Jahren als Wunderheiler bekannt geworden, als unfassbare Heilungen berichtet wurden und zehntausende Menschen zu seinen Wirkungsstätten strömten. Heute setzt der Bruno Kröning Freundeskreis sein Werk fort. Das Jahr 2019 ist für den Bruno Kröning Freundeskreis ein Jubiläumsjahr. Wir blicken nun auf 40 Jahre zurück, in denen die Freunde im Dienst der Nächstenliebe andere Menschen über die Lehre Bruno Krönigs informiert haben. Und was ist daraus entstanden? Heute sind über 75.000 Freunde in 130 Ländern in fast 3.000 Gemeinschaften des Freundeskreises aktiv. Unser Erfolgsberichtsarchiv beherbergt Tausende von Heilungen und Hilfeberichten, die durch die Vermittlung und Anwendung der Lehre Bruno Krönigs geschehen sind. Dies ist aus meiner ganz persönlichen Sicht ein beeindruckendes Ergebnis, auf dem wir weiter aufbauen wollen. Die Hilfen und Heilungen sind uns allen, die wir ehrenamtlich im Freundeskreis tätig sind, Motivation, die Lehre auch die nächsten 40 Jahre an die Menschen weiterzugeben. Für mich als den heutigen Leiter des Freundeskreises ist es aber auch ein Moment des dankbaren Inhaltens und Gedenkens an meine Mutter, Grete Häusler, die den Freundeskreis im Jahr 1979 gründete, bis 2007 leitete und dann vor ihrem Heimgang an mich übergab. Als Grete Häusler 1949 zum ersten Mal von Bruno Kröning hörte, hielt sie ihn für einen Scharlatan. Doch 1950 erlebt sie bei einem Vortrag Krönings in München spontan Heilung von drei unheilbaren Krankheiten. Von da an engagiert sie sich für sein Werk und gründet 23 Gemeinschaften in ganz Österreich. Im Jahre 1950 kam ich mit Herrn Bruno Kröning das erste Mal zusammen. Damals war ich ein Mensch, der nicht mehr an Gott glauben konnte. Ein Mensch, der krank und aufgegeben war. Das Zusammentreffen mit Bruno Kröning bewirkte in mir eine tiefe Umkehr. Ich erkannte, dass es Gott gibt. Ich erlebte eine Spontanheilung und ich wusste, was Heil ist. Ich war damals der glücklichste Mensch und bin es bis heute geblieben. Ich hatte das große Glück, in den darauffolgenden Jahren mitzuerleben, wie viele, viele Menschen ihr Heil erleben durften, die ihre Qualen verloren haben, nur weil sie geglaubt haben, dass Gott helfen kann. Für meine Mutter war der Wunsch zu helfen der wesentliche Antrieb, über all die vielen Jahre in der ganzen Welt Gemeinschaften aufzubauen und den Menschen von der Lehre Bruno Krönigs zu berichten. Gerade jetzt, wo ich aus Vietnam zurückkomme, sehe ich, wie überall die Samen aufgegangen sind. Heilungen, Gemeinschaften und dankbare Helfer. Doch das war nicht immer so. In den Anfangsjahren nach dem Heimgang Bruno Krönings war der Aufbau gar nicht so leicht. Die meisten seiner Freunde zerstreuten sich und in den ersten Jahren war es nahezu unmöglich, neue Freunde für seine Lehre zu gewinnen. Da waren Türen zu, Herzen zu. Ich war verzweifelt. Und dann habe ich die Nachbarn hergeholt, Verwandte geholt. Die haben nächsten Tag abgesagt. Aus war wieder. Es war eine solche Durststrecke, das können Sie sich nicht vorstellen. Erst 1964 erfüllt sich Grete Häuslers lang gehegter Wunsch und sie kann in Oberhausen-Stärkrade eine erste neue Gemeinschaft gründen.
In ganz kleinem Kreise, zu viert und zu fünft, treffen sich die Freunde. In den Folgejahren kommen einzelne neue Gemeinschaften hinzu. Doch alles in allem sind die ersten 10 Jahre nach Bruno Grönings Heimgang eine lange Durststrecke. 1969 treffen sich dann einige der alten Freunde zu einer gemeinsamen Gedenkfeier im Rosenheimer Traberhof. Und dann hatten wir eine 10-Jahres-Feier hier begangen. Der Traberhof stand noch und wir sind zusammengekommen. Herr Pelz mit seiner Frau, die Frau Barber mit ihrem Mann und noch einige treue Freunde. Es war eine wunderbare Dankesfeier. Anfang der 70er Jahre werden erstmals Tagungen zur Schulung von Gemeinschaftsleitern abgehalten. Zu diesem Zeitpunkt umfasst das gesamte Werk Bruno Grönings nur etwa 50 bis 60 Freunde. Entsprechend klein ist der Kreis, der sich zur Gemeinschaftsleiterschulung in Stuttgart trifft. 7 Freunde sind wir zusammengekommen. Und das nächste Jahr waren wir schon 14. Und dass die 14 beisammen waren, jeder hat erzählt, was er mit Bruno Gröning erlebt hat. Das war jetzt das Schönste, das Wunderbarste. Und da habe ich mich gewagt zu sagen, ja, und die Menschen auf der Straße, was ist mit denen? Uns geht's gut hier. Wenn was ist, stellen wir uns ein. Bruno hilft, die Heilungen erfolgen. Aber wie sollen denn die das erfahren? Also, wir müssen veröffentlichen, in die Zeitung setzen, dass die Heilungen weiter erfolgen. Und da sind alle über mich hergefallen, nur das nicht, denn es hat sich ja endlich beruhigt, was nach Bruno Gröning alles berichtet wurde im Unguten. Und jetzt wollen sie das wieder aufwirbeln in der Presse, aufwirbeln. Und dann bin ich in mich gegangen. Und ich wusste, es muss sein. Und deshalb bin ich dann ans Neue Blatt herangerückt und habe gebeten, sie sollen einen Artikel schreiben, dass die Heilungen weiter erfolgen. Das Neue Blatt berichtet im September 1974. Daraufhin melden sich etwa 200 Hilfesuchende. Es entstehen neue Gemeinschaften und es geschehen große Heilungen. Ende 1976 erscheint ein Nachfolgeartikel im Neuen Blatt und berichtet über die nach dem ersten Bericht geschehenen Heilungen. Der Artikel löst einen regelrechten Massenansturm aus. 2400 Hilferufe gehen ein aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und einigen anderen Ländern. Von früh bis spät klingelt das Telefon, 25 bis 100 Briefe täglich, ständig Hilfesuchende vor der Tür. Und ich werde es nie vergessen, wie eines Tages am Sonntag stand ein Mann am Grimberg bei uns vor am Zaun mit seinem Koffer und sagte, bin ich hier richtig, bei Häuslers? Mutti, da ist ein Mann. Ja, kommen Sie her, wo kommen Sie denn her? Ja, ich komme aus der Schweiz. Ich habe diesen Artikel gelesen, dass man hier gesund werden kann und bitte helfen Sie mir. Also ich habe den Mann heute noch bildlich vor mir, wie der ohne Anmeldung aus der Schweiz dahin zu uns gekommen ist, weil er einfach gemerkt hat, hier kann ich gesund werden. Und ich erinnere mich, wie meine Mutter dann Arbeitskreis bei uns im Wohnzimmer arrangiert hat. Und dann sind die Freunde gekommen und dann wurde Adressen geschrieben und Kuverts. Und dann wurde Papier und hier und da und dort und einkuvertiert und zur Post. Das war also ein richtiger Bienenschwarm, der da gearbeitet hat am Abend. Die sind ja alle abends nach Feierabend gekommen. Und so sind damals auch dann die ganz, ganz kleinen Gemeinschaften, die existiert haben, sind aufgefüllt worden. Grete Häusler ist nun viel unterwegs. Ähnlich wie in den 50er Jahren, als sie 23 Gemeinschaften in ganz Österreich aufbaute, fährt sie auch jetzt wieder durch die Lande und betreut Hilfesuchende in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Überall entstehen neue Gemeinschaften. Es kamen immer mehr Freunde dazu, die dann auch mitfuhren. Das war auch der Herr Epstein, der eine große Heilung bekam von Krebs.
Und es traten viele Heilungen ein. Und es war ein Glück, die Heilung oft spontan auch mitzuerleben an den Menschen. Und es ging in die Schweiz, es ging nach Frankreich, nach Österreich, nach Bayern. Und es waren überall ganz kleine Gemeinschaften in der Schweiz, die hatten alle Platz im Wohnzimmer. Auch große Heilungen, wo Frau Häusler hinkam, große Heilungen. Es war ihr kein Weg zu weit. Jeder Hilfesuchende war ihr so wichtig. Und das war für den Verein irgendwie ein Dorn im Auge. Trotzdem sie ja auch dadurch Spenden brachte, glaubte man, dass das zu teuer wäre, wenn sie überall hinfuhr. Die Kasse, das Kassenwesen hatte sich geändert. Es war auch ein Herr dabei, der Direktor bei einer Bank war. Und er meinte also, das wäre zu aufwendig. Dann hieß es eines Tages, ja, in der Schweiz, die müssen das jetzt selber machen. Warum? Weil nicht genügend Geld da ist. Der Verein und der Kassenwart, die haben gesagt, wir haben nicht genug Geld, um die Fahrten in die Schweiz zu finanzieren. Also darf sie nicht mehr in die Schweiz fahren. Also wurde sie zurückbeordert und durfte nicht mehr in die Schweiz. Und dann sind die sich selbst überlassen worden und übers Telefon kann man eine Gemeinschaft nicht großartig aufrechterhalten, ist dann zugrunde gegangen. Meine Mutter ist die auf und niedergegangen, hat gesagt, das kann man doch nicht machen. Wir können uns doch nicht vom Geld diktieren lassen. Wir können doch nicht das tun, was der Kassenwart sagt. Die Situation spitzt sich immer weiter zu und findet ihren Höhepunkt am 15. Mai 1979. Lapidar auf einer Postkarte fordert der Vereinsvorstand Grete Häusler auf, ihre Aufgaben niederzulegen. Auf einer anschließenden Mitgliederversammlung wird ihre Absetzung beschlossen. Mein Mann hatte dann sehr intensiv geredet und hat das Ganze doch zum Überdenken gebeten. Und Frau Häusler verließ dann den Raum und mein Mann auch. Ich war dann noch eine Weile da und dann bin ich auch zu ihr raufgegangen. Grete Häusler wird klar, dass sie das Werk Bruno Grönings unter den gegebenen Umständen nicht mehr gemeinsam mit dem Verein aufbauen kann. Sie folgt dem Ansinnen des Vorstands und legt alle Aufgaben nieder. Von einem Tag zum anderen ist sie von allem abgeschnitten, was ihr das Liebste ist. Ja, das war natürlich für sie brutal schwer, weil sie einfach von ihren ganzen Freunden, die sie hatte, getrennt worden ist. Es wurde ihr von heute auf morgen untersagt, Kontakt zu diesen Menschen aufzunehmen, mit den Freunden irgendwas zu machen, weil die waren ja im Verein und sie stand praktisch jetzt außen vor als, ich will jetzt fast nur sagen, als Nobody. In einem Schriftsatz über diese Zeit schreibt sie: Mir konnte in diesen Tagen nur einer helfen und das war Bruno Gröning. Und mir war nicht schwer, ich war nicht traurig, ich war wie erlöst. Das war eigenartig. Statt weinen zu müssen, war Freude in mir. Ich begriff erst langsam, Schritt für Schritt. Am Samstag, dem 23. Juni, kam mir der Gedanke, weitermachen. Und ich habe mich entschlossen, weiterzumachen. Um das zu tun, was mir von oben in die Hände gelegt wird. Menschen können mir das nicht verbieten. Und ich lasse es mir von niemandem verbieten. Mag da kommen, wer da wolle. Letztendlich hat aber meine Mutter durchgehalten und in den 1970ern den Aufbau des Werkes neu begonnen. Das Werk Bruno Grönings hat ihr sehr, sehr vieles, wenn nicht sogar alles, zu verdanken. Sie hat ihr Leben komplett in den Dienst des Freundeskreises gestellt. Über all die Anfangszeit der Entwicklung des Bruno Gröning Freundeskreises ab der Gründung von 1979 werde ich Ihnen in den nächsten Folgen hier auf unserem YouTube-Kanal ein wenig mehr berichten. Bis dahin wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen alles erdenklich Gute. Ihr Dieter Häusler.